Die preisgekrönte Fotografin Evelyn Richter hat sich seit jeher kritisch mit der Alltagswelt auseinandergesetzt und eine ganze Generation ostdeutscher Fotografen geprägt. Sie ist jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben. Die in Bautzen geborene Fotografin Evelyn Richter starb im Alter von 91 Jahren in Dresden. Dies bestätigten Evelyn Richter und Ursula Arnold Archiv im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Richter ist der erste Träger des Bernd- und Hillerbecher-Preises der Stadt Düsseldorf, der 2020 ins Leben gerufen wurde, eine wohlverdiente Auszeichnung für das Lebenswerk des 90-jährigen Fotografen. Der lange in Leipzig tätige Fotokünstler habe sich damals, so die Jury, als Fotochronist mit der Arbeitswelt und dem Alltag der DDR beschäftigt. Die große Thematik der Fotografie von Evelyn Richter liegt in ihrer Offenheit und Unverständnis, ist der Grund. Die 1930 geborene Tochter eines Sägewerksbesitzers ging sowohl in der DDR als auch in der Wiedervereinigung Deutschlands hart mit dem Sozialismus und dem Ungleichgewicht der Demokratie um. Richter hat einmal gesagt, ein gutes Bild müsse symbolisch sein und die Kraft der Erfahrung enthalten, Emotionen verdichten und Inhalte vermitteln.